Der große Vorteil am schweizerischen Bildungssystem ist nun aber, dass all diese Studiengänge untereinander vernetzbar sind. Wenn Sie beispielsweise eine gymnasiale Matura gemacht haben, müssen Sie nicht zwingend an eine Universität gehen und dort studieren. Es gibt Branchen, die haben sehr interessante Einstiegsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Banken, die ein spezielles Programm anbieten für Personen mit einer gymnasialen Matura. Sie können auch in den Bereich der höheren Berufsbildung einsteigen, sobald Sie irgendwie einige Jahre Berufserfahrung gemacht haben. Umgekehrt, auch Personen mit einer Berufsmatura haben die Möglichkeit, an die Universität zu gehen. Sie können eine Passerelle besuchen und so die Differenz zur Berufsmatura nochmals aufholen. Im Bereich der höheren Berufsbildung ist es sehr interessant. Sie haben nämlich die Möglichkeit, von der Seite der höheren Berufsbildung in die Hochschulen übertreten zu können. Beispielsweise, wenn Sie einen Abschluss haben von der höheren Fachschule Wirtschaft, haben Sie eine Höhereintrittsmöglichkeit in das Bachelorstudium und können so einen Bachelorabschluss machen und anschließend auch einen Master erlangen. Was sehr beliebt ist, ist die Weiterbildungsstufe auf der Hochschulebene, also diese MAS, DAS und CAS. Je nachdem, was Sie bereits vorzuweisen haben, haben Sie Zugang zu diesen Studiengängen. Dort müssen Sie sich allerdings bei den entsprechenden Anbietern erkundigen, ob das, was Sie mitbringen, ausreicht, um ein solches Studium zu absolvieren.